Was für ein Abend für die Basketballer des FC Bayern. Was für eine Euroleague-Heimpremiere im Audi-Dome. 89:79 heißt es nach einem bärenstarken Auftritt der Roten Riesen gegen den italienischen Serienmeister Monte Paschi Siena. We play defense. Every time we come out and play defense, we're going to win games. We have the offense to compete with anybody, I always say, but we play defense and we're always going to be good. Hart und hoch konzentriert in der Defense, schnell und treffsicher im Spiel nach vorne. Die Bayern zeigen gegen die Italiener drei Viertel lang ihre bislang beste Saisonleistung. Ja, ich denke, dass wir am Anfang sehr gut rausgekommen sind. Wir haben sehr aggressiv gespielt und haben sich dann schwer getan. Das Ende war ein bisschen unglücklich, es war ein bisschen unnötig, aber trotz allem sind wir überaus glücklich, dass wir jetzt den zweiten Sieg eingefahren haben. 30 Minuten lang ist klar, wer Herr im Dome ist. Zeitweise liegen die Bayern, angeführt von John Bryant, Nihat Cedovic und Malcolm Delaney, mit 24 Punkten in Führung. Die Stimmung im Audi Dome grandios. Super, also ich denke, das war auch ein großer Grund, warum wir letzten Endes gewonnen haben. Wir haben super Fans, die Halle ist super, war sehr laut, die haben uns sehr gut unterstützt, die Fans. Erst als im Schlussabschnitt bei Svetislav Pesic Team die Konzentration etwas nachlässt, betreibt Siena noch etwas Ergebniskosmetik. Der zweite Sieg im zweiten Euroleague-Spiel ist den Bayern an diesem historischen Abend aber nicht mehr zu nehmen.